Hey Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video und einem neuen Taste Test. Ich habe einige Produkte bei Rewe gefunden, die ich gerne mit euch zusammen probieren möchte. Wenn ihr Lust drauf habt und gespannt seid, dann bleibt gerne dran. Gerne den Kanal abonnieren und Daumen hoch geben, wenn euch das Video gefällt. Taste Tests und mehr gibt es hier zu sehen. Alles vegan natürlich und wir legen gleich los. Ich habe also vier Produkte, ja. Vier nur. Das hier fand ich sehr interessant. Habt ihr das schon mal gesehen? Habt ihr schon mal Pommes aus dem Kühlregal entdeckt? Also das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe und ich dachte mir, interessant. Interessant, oder? Also frische, da steht vorgebackene frische Pommes. Da steht vorgebackene frische Pommes, fertig gewürzt. Ideal für die Heißluftfritteuse. Und das ist immer geil, weil ich hau gerne sowieso alles in den Airfryer. Deswegen hätte ich sowieso gemacht. Finde ich sehr interessant. Also ist auch kein Palmöl drin. Ich kann noch mal kurz vorlesen, was drin ist. Kartoffeln. Rapsöl, Speisesalz, Gewürz, Zucker, Gewürzextrakte. Und das war's. In der Heißluftfritteuse sollte man 10 Minuten bei 175 Grad. Mache ich jetzt direkt. Die sind ja quasi dann schon mal einmal frittiert und jetzt werden wir sie weiter ausbacken sozusagen. Und ich erhoffe mir, weil die sehen sehr gut aus, finde ich. Die sehen so aus wie so Pommes, die ihr beim Pommesstand und so bekommt. Ich finde, die sind immer noch mal anders, ne? Weil die dann auch zweimal meistens frittiert sind. Aber gut, wir machen jetzt die etwas fettarmere Variante mit der Heißluftfritteuse, wobei das ja schon mal vorgegart ist. Das heißt, die waren schon mal im Fett. Also ist jetzt nicht fettarm. Just saying. Mach's, pack's jetzt rein, ne? Als nächstes, und das mache ich jetzt auch, wärme ich auch auf, das fand ich sehr interessant. Steht das richtig? Ja, doch. Von Bonduel, Ratatouille-Gemüsemischung nach französischem Originalrezept mit großen Gemüsestückchen. Und drin ist diesmal eigentlich wirklich recht Gutes. Also überzeugt mich auf jeden Fall von der Zutatenliste. Und zwar haben wir vorfrittierte Auberginenwürfel, Zucchiniwürfel und Paprikapüree, Zwiebelwürfel, Paprikawürfel, Tomatenmark, natives Olivenöl, extra Zucker, Salz, Knoblauch, Zitronensaftkonzentrat, Weizenmehl, Thymian. Und that's it. Also ich finde die Zutatenliste ziemlich gut. Klar, es ist ein Dosenprodukt. Das ist jetzt nicht so mein Favorite. Ich kaufe das auch so gut wie nie, ja. Aber mich hat es echt interessiert. Ich habe das dann zum zweiten Mal gesehen und dachte mir, hey, okay, probiere ich es jetzt doch mal. Wenn, dann in einem Taste-Test, oder? Also, ich mache mal auf. Es geht ein bisschen schwer auf. Aber es ist eine interessante Form, ne? Ist ganz anders so. Es riecht sehr gut. Sehr gut. Und ich finde, es sieht sehr lecker aus. Ja, spricht mich auf jeden Fall an. Also, ich werde das auch warm machen. Ich meine, man könnte es auch kalt so essen, oder? Als Salat oder so. Aber ich mag gerade das schon ein bisschen gewärmt. Ich werde es dann mit der Pommes dann zusammen essen. Why not? Aber ich probiere mal so, einmal kalt, wie das wäre. Das sieht so lecker aus, finde ich. Sehr lecker. Ich finde ja auch Ratatouille gut. Das ist super einfach natürlich und ist sehr schön im Sommer zu essen, finde ich. Es ist sehr einfach zu machen, aber es muss ziehen. Also es gibt ein, wenn du ein frisches Ratatouille machst, schmeckt es auch, aber so ein durchgezogenes, am besten am nächsten Tag erst gegessenes, schmeckt tausendmal besser. Ist richtig gut, aber gut. Das schmeckt sehr lecker. Das schmeckt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehr ausgewogen. Vom Salz, von der Säure. Auch die Tomatensäure ist gut. Hat Kraft durch Tomatenmark. Man schmeckt die ganzen Gemüsestückchen. Man sieht die auch schon. Also es ist echt gut. Voll gut. Genau nach meinem Geschmack. Also ich werde es jetzt mal erwärmen. Und dann habe ich noch eine neue Milch, und zwar Happy heißt sie, aber P so wie Erbse, weil eine Erbse. Ich habe noch nie, also ich glaube, ich habe jetzt schon mal alle Pflanzendrinks durch, also die es gibt, ne? Alles mögliche, Cashew, Mandel, Macadamia sogar, alles mögliche, Kokos natürlich, Reis, Hafer, my favorite, Soja sowieso, der Klassiker, alles mögliche, aber Erbse habe ich noch nicht probiert und jetzt kam das sehr oft so. Also es kommen sehr viele Marken, finde ich, Erbse, Erbse, Erbse. Und jetzt kommen in letzter Zeit sehr viele Marken mit Erbse und ich habe es noch nie probiert. Die sind nämlich relativ teuer, muss ich sagen. Ich glaube, das hat 2,99 € gekostet und es ist schon teurer als jetzt zum Beispiel ein Haferdrink. Die sind meistens am günstigsten, ne? Deswegen habe ich es nie dann doch geholt, weil wer weiß, ob das dann schmeckt und dann hast du den Kram. Aber ich probiere gerne für euch, dann erspart ihr euch das, je nachdem, ja. Vielleicht ist ja auch gut. Das ist jetzt sogar Barista. Das heißt, man kann damit, und da ist sogar abgebildet, richtig schön aufschäumen. Das probieren wir auch direkt aus, ob die Milch gut aufschäumt. Genau, also für super foamy, hot and cold beverages. Also für beides sogar. Kalt wird sie sich auch gut schäumen lassen anscheinend. Aber ich werde sie trotzdem erwärmen. Wir werden einen warmen Drink machen und zwar einmal ein Kurkuma Latte. Habe ich mir gedacht.
Also es ist so ein Fertigding, man kann es auch selbst zusammenrühren, die Gewürzmischung, genau. Aber ich sage nur mal ganz kurz, was drin ist. Erbsenprotein natürlich und mit Rapsöl und da ist aber auch Zucker drin, genau. Rote Beete Zucker, okay. Und dann natürlich Stabilisatoren, damit die Milch auch so eine Konsistenz bekommt, ja, sonst ist es wahrscheinlich zu wässrig. Deswegen mag ich ganz gerne zum Beispiel Soja oder Hafer, das kommt nämlich ganz gut ohne das aus. Man braucht, also meistens haben die keine Stabilisatoren drin. Schüttel jetzt mal und erwärm die auch. Kommt ihr mit? Ich weiß immer das Schlimmste, wenn man Hunger hat und mal Pommes sieht. Gell? Sorry, ich hoffe, ihr habt jetzt auch gerade irgendwas. Also ich probiere mal. Ich finde, sie sehen sehr schön aus, sehr goldenbraun geworden. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange es gedauert hat. Ich habe es jetzt nicht 10 Minuten, so wie der steht, sondern eventuell etwas länger. Und ich finde, manche sind noch ein bisschen matschig. Ah, es ist heiß, aber ja, manche sind knusprig, manche sind ein bisschen matschig. Aber wir probieren mal. Das war jetzt beides. Matschig und knusprig. Okay, was ich schon mal sagen kann, die sind gut gewürzt, sehr gut gewürzt. Ich würde da nichts mehr dran machen, kein Salz, kein Paprika oder irgendwas. Auch nicht mein Pommesgewürz. Aber wisst ihr, wie das schmeckt? Also es schmeckt nicht wie TK-Pommes. Das ist nochmal was anderes. Tatsächlich, schmeckt anders. Es schmeckt nicht wie, wenn du selbst Pommes machst, mit einfach nur so Kartoffeln reinhauen. Schmeckt auch nochmal anders. Aber weißt du, wie es schmeckt? Es schmeckt, als hättest du vom Imbiss eine Pommes gekauft, die aber kalt geworden ist und du wärmst es nochmal auf. Genau so. Also es hat sein Gutes und sein Schlechtes. Es schmeckt zwar nicht wie diese anderen genannten und das ist manchmal toll, weil manchmal will man nicht dieses wie die TK-Pommes immer schmecken. Oder man will halt nicht das selber machen, man will, dass es anders schmeckt, so wie im Imbiss eben oder wie im Schwimmbad, ne? Schwimmbad-Pommes. Aber es schmeckt halt wie einmal kalt geworden und wieder aufgewärmt. Was ja auch passiert ist, ist genau so gewesen. Sie waren kalt und wieder aufgewärmt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie nochmal mehr aufknuspern. Ist nicht so der Fall. Das funktioniert anscheinend doch nur, wenn man sie dann nochmal wirklich komplett in die Fritteuse knallen würde. So wie das ja oftmals in Imbissen so ist, ne? Die sind schon mal vorgegart und dann, also sie werden zweimal frittiert, dann werden die halt besonders knusprig. Aber vom Geschmack ist es gut, die Kartoffel an sich schmeckt lecker. Aber aus den genannten Gründen, ich würde es mir nicht nochmal holen. Es ist für mich jetzt nicht der absolute Hit. Es ist ja auch kein Flop. Es ist okay, aber es ist nett, dass es das gibt. Und es schmeckt dadurch anders, aber dann hole ich es mir dann doch lieber beim Imbiss. Man hätte halt, es wäre cool gewesen, wäre es so Imbiss-Pommes und die kannst du doch wie zu Hause, also kannst du doch von zu Hause aus machen. Aber nee, es ist keine Alternative. Es ist wie wenn der Lieferdienst zu lange braucht, so schmecken die dann. Wisst ihr, wenn die dann schon so gedampft, also so einen Dampf abgelassen haben und dann so weich werden, so schmecken sie. Glaube ich, jetzt habe ich es sehr gut beschrieben. Ja, so schmeckt's. Aber die Würze ist gut. Deswegen, es ist so, wie gesagt, das ist so zwischendrin. Ist okay, kann man machen. Befriedigend, ist in Ordnung, okay? Machen wir es so. So, das Ratatouille habe ich jetzt aufgewärmt. Ich will das mal, also wie gesagt, kalt war das schon mal richtig gut auch. Also kannst du auch so als Salat machen. Oder kann man auch wirklich mischen mit, dass ich überlege nämlich, wenn ihr zum Beispiel frische Bohnen habt oder sowas, ne? Oder frische, was auch immer, irgendwas Frisches noch rein. Das könnte man auch mischen und als Basis nochmal nehmen oder als Soße was zu verfeinern. Das ist schon eine gute Sache. Ich will mal sehen, ob es warm nochmal anders schmeckt. Bestimmt, aber ja. Also das ist ziemlich gut. Das schmeckt wie, als hätte es jemand gekocht, als jemand selbst gemacht. Ja. Schmeckt nicht wie ein fertiges Produkt. Ich finde es ziemlich, ziemlich gut. Hätte für mich persönlich ein bisschen mehr Kräuter dran sein können. Könnte man jetzt im Nachhinein noch machen. Ich habe draußen sehr viele frische Kräuter zum Beispiel auch. Thymian könnte ich da auch nochmal drauf geben, da ist ja auch Thymian drin. Ne? Ich mag aber ganz gerne zum Beispiel, wenn auch Rosmarin oder sowas dabei ist. Das könnte man noch machen, aber an sich schmeckt es nicht wie ein Fertiggericht. Ich finde, die sind oft immer gleich gewürzt. Es ist gut, es ist wirklich gut und Stücke sind wirklich groß. Also da steht es auch drauf und es stimmt. Große Gemüsestücke sind da zu sehen auch und die haben noch einen leichten Biss. Also nicht leichten Biss, die sind schon weich, weil so muss ja sein beim Ratatouille, aber sie sind nicht so ganz zermatscht. Du könntest sie nicht mit der Gabel zu drücken und sie dann lösen sich auf. Obwohl, teilweise schon. Ich merke gerade manches schon. Es ist so ein guter Mix. Du hast ein Biss, aber du hast auch was Weiches. Es ist sehr, 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 sehr köstlich, muss ich sagen. Voll gut. Also ich finde, das ist ein Winner. Ich finde es ziemlich gut. Ich schaue gerade meinen Freund an. Kannst du mich gut so, hä? Ja doch, aber es ist ziemlich gut. Ich würde sagen, das ist ein 1. Ich würde es mir sogar nochmal kaufen. Ja, ich würde es mir nochmal kaufen.
Schmeckt sehr lecker. Wenn man mal zu faul ist, ne, und das ist halt schon richtig durchgezogen, das meine ich, Ratatouille muss ja richtig durchgezogen sein und dann schmeckt es erst intensiv gut. Happy, der Happy Barista, ich will das einmal so trinken, also das ist jetzt kalt und einfach nur so ohne Geschmack, wie die an sich schmeckt, die Milch. Dachtet ihr nicht auch vielleicht, dass es grün sein würde? Aber nein, die ist weiß. Weil ich meine, mal gelesen zu haben, dass die nämlich keine grünen Erbsen nehmen, sondern die nehmen die gelben Erbsen. Daraus wird die Milch gewonnen und deswegen ist die nicht grün. Ja, Fun Fact. Was ist denn das? Es hat einen sehr starken eigenen Geschmack. Es ist aber sehr cremig. Das Cremige mag ich, aber dieser Geschmack war erstmal ein kleiner Schock. Habe ich jetzt gar nicht erwartet. Aber undefinierbar. Nicht, dass du sagst, oh, das ist Erbse jetzt. So ist es auch nicht, sondern eher so irgendwas Grünes. Weide, bisschen Hafer. Es hätte auch Hafer sein können, aber da ich ja weiß, wie Hafer schmeckt, ist es das nicht. Aber so schmeckt es ein bisschen. Es hat so eine leichte Säure auch hinten. Oder so am Anfang kommt es schon so. Bam. Also so pur ist es nicht mein Ding, muss ich sagen. Aufgeschäumt hat es super geklappt. Also wirklich schöner Schaum ist dabei entstanden. Sehr schön sogar und sehr viel. Und das steht immer noch. Und das Teil steht jetzt hier die ganze Zeit, seit ich jetzt geredet habe, sieht sehr gut aus. Daraus habe ich jetzt was gemacht. Das ist jetzt warm, ist aufgeschäumt und es hat einen Geschmack durch diese goldene Milch. Ne? Da bin ich mal gespannt, ob der Eigengeschmack da sehr, sehr stark rauskommt oder nicht. Nee, kann man machen. Dafür ist es gut. Also wenn ihr damit was macht und die nicht pur nehmt, zum Beispiel für Müsli, also das wäre halt nicht mein Ding, sage ich mal. Dieser Eigengeschmack ist nicht besonders, aber für jetzt so als Barista-Alternative zu den, was war das, Hafer- und Soja-Sachen, die es so auf dem Markt gibt, ist das eine gute Alternative. Ich finde den Schaum sehr schön, hat super geklappt und man schmeckt jetzt gar nicht mehr diesen Eigengeschmack, sondern es hat es komplett einfach aufgenommen, diese goldene Milch schmeckt nur noch nach goldener Milch. Mhm. Ist voll gut. Also deswegen, es ist okay, aber es ist nicht das Beste. Ist in Ordnung, ist auch wieder so eine 3, so ein Mittelfeld, ne? Ist okay, befriedigend. In Ordnung, danke. Und das Letzte, das ich mit euch zusammen testen will, ihr erinnert euch vielleicht noch, das hatte ich in einem Haul mal neulich gekauft, ist auch schon auf. Tropical Fruit Pops sind das mit Fruchtstückchen. Kiwi und Ananas gibt es. Also Kiwi habe ich schon probiert, da sind nämlich immer 3 Stück von einer Sorte drin. Kiwi und Ananas, da sind Fruchtstückchen drin, aber lecker. Man hat so einen kleinen Biss, auf den man dann ja so zu knabbern hat sozusagen. Es ist ausgewogen, nicht zu süß, nicht zu sauer. Es ist so eine leckere Kiwi, also die eine so eine Reife, schmeckt wie eine reife Kiwi. Sehr lecker gewesen. Und jetzt will ich mal Ananas mit euch zusammen testen. Das habe ich noch nicht probiert. Oh, es riecht sehr stark, voll nach Ananas. Ich mag das ja ganz gerne, Ananas-Eis. Ihr wisst noch, in meinem, wann war das? Also dieses Disney-Rezepte, da hatte ich ja auch mal so ein Ananas-Eis gemacht. Sehr lecker. Aber das ist jetzt so am Stiel mit Stückchen, wobei man die Stückchen noch nicht so sieht. Also, das riecht sehr so nach Sommer. Ich finde die gut gelungen, also ich finde beides voll lecker. Wenn man jetzt so ein bisschen ablutscht, dann merkt man, da sind so kleine Stückchen drin. Sehr kleine, aber angenehm. Es ist wieder nicht zu süß, schmeckt sehr fruchtig, sehr echt, also nach intensiver, reifer Ananas, also auch echt und nicht so fake. Und vor allem ist es nicht schleimig, genau, das will ich sagen. Weil oft sind die, da sind so Verdickungsmittel drin, ich meine hier auch, aber es ist nicht schleimig geworden. Das ist, was so wichtig ist, was ich mag. Ich finde es so wichtig, wie der Geschmack dann einfach ist, wie das sich verhält im Mund, das Eis. Und das ist nicht so, ist sehr lecker. Jetzt hatte ich die Stücke voll köstlich, die Stücke dann. Dadurch ist es nicht so komplett nur so Wassereis, ja. Ich weiß, das kann man auch selbst machen. Ich hatte sogar sowas mal gemacht in meinen Stories auf Instagram. Sehr einfach eigentlich zu machen, aber gut, jetzt war es halt da und es hat mich angesprochen. Und es schmeckt gut, schmeckt sehr gut. Also, ich finde beides sehr gut. Ich finde sogar Kiwi erstaunlicherweise noch besser als Ananas. Vielleicht auch, weil es seltener ist einfach. Also so Kiwi-Eis kriegt man nicht so oft. Ja, auf jeden Fall sehr gut, kann ich empfehlen. Finde ich vielleicht eine 2. 2, ja. 2 plus, also ist ziemlich gut. Mir schmeckt schon ziemlich gut. Sehr lecker. Das waren alle Sachen. Ich will euch nochmal daran erinnern, dass meine Videos immer jetzt freitags und dienstags kommen. Ich wiederhole nochmal, freitags und dienstags, genau, könnt ihr damit rechnen. 19 Uhr bleibt es immer noch, da könnt ihr gerne reinschalten. Am besten, wie gesagt, ihr abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr direkt mit, wenn ein neues Video online geht, dann verpasst ihr gar nichts. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch, also bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Also, bis dann. Tschüss.